Hallo, mein Name ist Felix Segebart. Ich bin 20 Jahre alt und betreibe das Parkour oder Freerunning inzwischen seit 3 Jahren. Als ich klein war, habe ich geturnt. Ich turne auch immer noch und komme quasi schon ein bisschen aus einer ähnlichen Sportart. Und dann habe ich halt mit einem Freund zusammen im Internet die ganzen anfänglichen Parkour- und Freerunning-Videos gesehen. Und dann haben wir uns gedacht, das können wir ja auch mal ausprobieren. Haben das dann draußen ein bisschen versucht, haben das immer, wenn die Halle frei war, mal ein bisschen probiert in der Halle. Und haben dann irgendwann sind wir zum Verein gegangen, weil ganz viele Anfragen kamen von Leuten, die das auch machen wollten. Und haben somit dann unsere Hallenzeiten gekriegt. Es gibt so gewisse Teile, die sind dann immer wieder am schwierigsten zu lernen, weil es einfach eine riesen Überwindung ist. Es hat leider alles was mit Schiss zu tun und das ist dann so am schwierigsten. Oh.